Hallo allerseits, willkommen zu einem Resident Evil 4 Stream, wo wir versuchen zumindest noch ein bisschen Progress zu machen und weiter die Spielmechanik kennenzulernen. Genau, und wir haben jetzt einen Bolt Launcher gekauft. Kann sein, dass der tatsächlich totaler Trash ist und dass es tatsächlich ein Fehler war. Unter Bonusse kann man sich, glaube ich, extra Content kaufen. Die Waffen? Moment, ist mich irritiert. Was kauft man da denn? Waffen? Die sind alle sehr günstig. Warum sind die so günstig? Ja? Ja? Darf ich auch oder? Warum kann ich die nicht kaufen? Ach, weil die locked sind, oder was? Das ist einfach. Ach so, alles. Ach so, die Sachen, wo nicht leuchten, sind locked. Ah, jetzt verstehe ich. Jeder kann man kaufen. Die anderen kann man nicht kaufen. Jetzt verstehe ich's. Ah, ich dachte, die sind unlocked, weil wir sie nicht freigeschaltet haben. Ja, dann never mind. Gut, also wir können nichts Neues kaufen. Aber wie sind die Ladezeiten vom Spiel? Ich meine, ihr seht es ja gerade selber. Die sind ultra kurz. Die sind actually insane kurz und man muss im Spiel selber gar nicht laden, außer wenn man stirbt. Und keine Ahnung, was es mit dem Crossbow auf sich hat. Ich werde auf jeden Fall einen Bolt Launcher auf sich hat. Ich werde es auf jeden Fall versuchen rauszufinden. Bin immer noch nicht ganz der allergrößte Fan von der Karte. Werden wir sehen, was ist. Aber die einzige Sache, die ich wirklich, also wie wirklich, also mit das zum Beispiel, dass man nicht ducken kann beim Laufen und so weiter, whatever, das ist also komische Sachen, wie dass man nicht springen kann und so, das ist halt eine Designentscheidung. Klar, die verbuggte Physik bei hohen FPS bei dem hier sind definitiv ein Glitch. Und dass man übers Menü, wenn man die Maus genug langsam genug bewegt, dass dann actually der Mauszeiger nicht registriert, wo er sich befindet, sondern dass man schnell genug hier drüber gehen muss, damit er das merkt. Das ist auf jeden Fall ein Bug, den sie fixen müssen. Das sollten sie wahrscheinlich auch relativ bald machen, weil es ziemlich peinlich ist, dass es überhaupt in die fertige Version mit reingegangen ist. Weil das fällt ja einem eigentlich sofort auf, dass da die Steuerung nicht funktioniert. Church. I made it. Boah, das kommt mir ultra bekannt vor, aber das könnte tatsächlich an Resident Evil liegen. Holy shit, das könnte actually sein, dass ich mich gerade an die Location erinnere. Okay, ist die Waffe absoluter Trash? Sorry, must have slipped. Oh shit, der verwandelt sich jetzt. Ich habe leider nichts mehr zu töten. Shit, da kommt noch mehr. Okay, wir sollen die Bögen aus dem, die Pfeile wieder aus dem rausholen. Genau, wir haben immer noch 10 Stück. Lass mal. Oh shit, drauf achten. Wie das damit ist. Okay, das wird uns ordentlich Muni sparen. Das ist super nice. Genau, damit können wir so ein richtiges Arsenal an anderen Waffen aufbauen. Zumindest im Early Game, wo die Gegner noch nicht so stark sind. Aber cool, dass man manche Sachen temporiert. Also ich glaube tatsächlich, das könnte eventuell mein liebster Resident Evil Teil werden. Wobei Resident Evil 2 war schon genial vom Design her. Also ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt vergleichbar ist mit Resident Evil 2, weil ich finde, das war so anders als die anderen Resident Evil Teile. Aber wenn ich so mit Village und dem anschaue, das ist definitiv der Stil, glaube ich, der mir insgesamt am besten gefällt, zusammen mit Resident Evil 2. Wobei ich halt nicht weiß, wie es funktionieren würde, Resident Evil 2 anders nochmal zu machen, ob das nicht einfach sich anfühlen würde wie ein billiger Klon. Also Resident Evil 2 ist so einzigartig. Und vielleicht auch gar nicht so anpassbar an andere Spiele. Also das ist eventuell als ein, so sag ich mal, Gott sei Dank haben sie ein Remake gemacht und nicht versucht, das Spiel nochmal neu anders zu machen, mit unter einem Nachfolgernamen oder so. Ich glaube, mit der Formel hat definitiv Resident Evil 4 und Village, hat es mehr als zum Beispiel Resident Evil 7, was halt kaum Gameplay hatte, denke ich, ist eine Formel gefunden. Ich hoffe, die bleiben auch dabei. Muss jetzt nicht unbedingt, übrigens. Condor one to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see.
I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. Genau, also ich meine Resident Evil 7 war ein bisschen zu actionarm, aber die Frage ist, ich habe Village gespielt offensichtlich und on Stream. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, weil ich die VR-Version neulich gesehen habe. Es war doch First Person, oder bin ich total bescheuert? Oder Village war doch First Person. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es First Person oder Third Person sein wird. Aber nee, standardmäßig war Village definitiv. Soweit ich weiß. First Person, glaube ich. Ja, es war First Person. Okay, genau, das wollte ich mir nur mal sicher gehen. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber Third oder Third Person mag. Hat Vor- und Nachteile. Ich denke, in dem Spiel passt es gut, weil man eben diese Mechaniken hat mit dem Angreifen. Ja, aber im Allgemeinen denke ich, dass generell Resident Evil viel Potenzial hat für richtig gute Spiele vom Gameplay her. Weil das ist einfach, das funktioniert halt einfach die Mischung aus Gameplay, sinnlosem Zeugs halt eben und Horror. Also sinnlosem Zeugs meine ich, also Gamey-Zeugs halt eben, so wie versteckte Collectibles und sowas. Genau, das ist definitiv aus meiner Sicht eine sehr gesunde Mischung. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir, wenn wir den Bolzen auf dieses Teil in der Luft schießen, was man da hinten schon sehen kann. Dachte ich zumindest doch da. Kriegen wir den wieder? Oh, sehr schön. Ja, also wir kriegen halt ein bisschen mehr Geld durch die, durch das Cheaten. Ich nenne es auch Cheaten. Nein, also durch die Cheats, die uns die Entwickler für Geld verkauft haben, ohne dass wir wussten, dass wir das tun. Hätte ich die Deluxe Edition gekauft, wenn ich das gewusst hätte? Nein, hätte ich nicht. Hab sie nur gekauft, weil ich dachte, es gibt vielleicht eine oder andere coole neue Waffe, einfach just for fun halt, um was auszuprobieren. Weil sie halt nicht viel teurer war und weil ich mir dachte, ich will gute Spiele unterstützen, aber wo soll ich denn wissen, dass sie actually Pay to Win einbauen in ihre fucking Pre-Order? Dark Souls 2 Style. Überlockt. Also wir sind bald zusammen mit ihr und dann bin ich mal gespannt, wie es Gameplay dann wird. Okay, Password Outside. Und fehlender Buchstaben, wahrscheinlich damit man sie gut lesen kann. Ja, ja. Hier, es gibt auch scheinbar eine Höhle mit einem Monster. Let's hope for no more surprises. Viel Glück damit. Statt haben wir den Schlüssel verkauft. Ich dachte, man kann nur Key-Items verkaufen. Oh, haben wir aus Versehen den Schlüssel für diese Teile verkauft? Haben wir? Oh, das kann sein. Ich dachte, man kann nur Key-Items verkaufen. Die man schon fertig benutzt hat für ein bisschen Geld. Ich kann ganz kurz zum Händler zurückgehen und schauen, ob es ein Buyback oder sowas gibt. Ich würde übrigens davon ausgehen, weil es Backtracking gibt, dass es auch respawnende Gegner gibt. Aber dann hoffentlich auch respawnende Munition und sowas. Ja, das mit den Kabeln ist ein bisschen blöd. Grüße an klar von mir. Nee, Grüße an Graf von mir. Grüße an Graf. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. That cash in your pocket or okay, es gibt nichts, oder? Ne, Repurchase gibt's nicht. Ich könnte also Waffen verkaufen, die ich brauche. Grüße an Graf. Grüße an Graf, habe ich gesagt. Genau, da kommen wir noch nicht rein, aber wir können runtergehen. Ich denke, auch das wird offen bleiben erstmal. Ja, jetzt tatsächlich muss ich schon sagen,
Das ist definitiv aus meiner Sicht zu viel von den Bergen, die nicht schön aussehen. Also das hier sollte definitiv besser aussehen, wenn ihr dann so prominent eure Berge überall platziert. Ich weiß, dass es ein Performance-Aspekt ist, aber ein bisschen höher aufgelöste Textur wäre auf meinem PC definitiv drin gewesen. Wir brauchen immerhin 10 GB Speicher, was schon ordentlich, ehrlich gesagt, ist für 1440p. In 4K wären es nochmal mehr. Aber das Spiel performt ansonsten fantastisch. Also ist auch schön, dass ein Speicher ein bisschen ausnutzt. Nur da hätte ich tatsächlich mir gewünscht, dass sie doch die Textur ein bisschen schöner gemacht hätten. Also nicht, dass es mich jetzt mega stört, ich bin ja keine Grafikhure, aber dafür, dass das Spiel sonst so gut aussieht, fühlt es sich ein bisschen komisch an, solche Stellen zu haben, die einfach komplett so ein Jahrzehnt oder 2 Jahrzehnte, eher 2 Jahrzehnte, veraltet wirken. Ja, oder auch hier jetzt zum Beispiel, auch die Stelle jetzt nicht unbedingt die vorteilhafteste von der Grafik her, finde ich, weil diese Wände doch ein bisschen flach wirken aus der Perspektive. Genau, stellenweise richtig, richtig cool und stellenweise so ein paar kleine, so, wo man merkt, dass die Engine doch vielleicht noch ein Ticken flexibler werden könnte. Genau, also so einen kleinen Touch halt einfach. Also sowas, was man bei Uncharted eigentlich kennt, dass wirklich jeder Detail im Spiel die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Hier hat man manchmal den Eindruck, dass vielleicht ein bisschen weniger Zeit da war, als der Entwickler gebraucht hat, um alles genau perfekt darzustellen. Genau, jetzt haben wir hier mehrere Sachen in der Kirche, da kommen wir aber noch nicht rein. Da hinten wäre ein Schatz gewesen. Ah, aber da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Ach doch, kommen wir. Hier, oder? Ja, hier hinten gibt es in der Tat einen Schatz, der gespoilert wurde durch die Karte. Genau, da sollten wir auf jeden Fall versuchen, alles zu bekommen. Treacherous Twins. Okay, auf Grabstein. Also wir hatten. Was haben wir zerstören? Das Emblem. Moment, das kann ich hier bestimmt nachschauen. Zwillinge. Lass mal die Grabsteine suchen gehen gleich. Aber insgesamt sieht es trotzdem fantastisch aus. Also auch wenn so ein paar Kleinigkeiten da sind, die einfach so ein bisschen das ungewöhnlich hervorstechen. Okay, dass er da runterspringt. Also ich sag's euch im echten Leben, solltet ihr das nicht so machen. Vor allem nicht ohne eine Rolle danach oder so. Würde euch definitiv sehr wehtun. Das sieht nicht nach Zwillingen aus. Emblem auf Grabstein. Kann auch in der Kirche sein, aber wäre komisch, wenn wir es jetzt schon finden würden. Also hier sind Embleme. Wurde das irgendwie Medien oder so? So, jetzt brauchen wir nur noch ein weiteres Emblem. Ja. Okay, vielleicht gibt es noch viel mehr Embleme und das war es nicht. Ich dachte, das wäre es gewesen, ehrlich gesagt. Weil dann die Frage nach den Zwillingen eigentlich egal gewesen wäre, weil die müssten ja eigentlich nebeneinander sein, die Gräbe. Da zum Beispiel, das sieht nach Zwillingen aus. Genau, was ist eigentlich der Nachteil überhaupt, das da zu machen? Ist es einfach nur, damit die Quest nicht so einfach ist, wenn man noch zwei gleichzeitig sucht? Oder gibt's. Das ist strange, oder? Die ganzen Symbole, gibt es da eine Reihenfolge oder ist es just for fun? Könnte auch nur sein, um die Mission ein bisschen anspruchsvoller zu machen, damit man nicht nur die zwei Embleme hat. Ja, also die Gebirge, die verstehe ich nicht, aber. Ja, also ich ist wirklich, also es ist so prominent, also ich kann einfach nicht hinschauen. Also ich bin gespannt auf Digital Foundries Video zu dem Spiel, weil das nicht zu erwähnen wäre schon irgendwie komisch, weil es wirklich, also man merkt ja einfach diesen Kontrast zwischen diesem HD, es wirkt so, als ob hier zwei Spiele aufeinandertreffen, so ein uraltes Spiel und ein neues. Und normalerweise machst du das subtil und das Dungeons & Dragons Impact hat auch solche Berge, aber die fallen einem halt einfach nicht so auf, weil die nicht so prominent platziert sind und so kontrastreich wirken zum Rest. Hier haben sie es ein bisschen kaschiert mit dem Berg, aber
Molotow-Cocktails. Die Haare andererseits sehen fantastisch aus. Ja, andere Texturen ja auch und geometrische Details. Kommen wir dann denn auf das Dach hoch? Ja, sehr schön. Oh, shit, nicht runterfallen, mein... Oh, Gott sei Dank, der Bolzen. Oh, das ist gut gemacht. Wir haben bisher noch keinen Bolzen verloren. Ach nee, ein Vollidiot. Genau, also der Nachteil vom Bogen ist natürlich offensichtlich, dass er viel schwächer ist als die anderen Waffen. What the fuck? Warum ist es immer so eine unterschiedliche Taste, wo der Prompt genau gleich aussieht? Das ist irgendwie unlucky. Genau, kriegen wir keine Muni von denen so? Wir haben auf jeden Fall ein paar Bolzen jetzt gerade verschossen. Aber wir haben halt ein Messer in Bolzen investiert, also einen haben wir verloren. Fuck me. Ich habe sie gesehen, aber irgendwie wollte er einfach nicht anlegen. Okay. Ich glaube, die hat uns nicht vergiftet. Oh wait, wir haben sogar noch Schlangen im Inventar. Wir könnten die Eier essen. Die nehmen unglaublich viel Platz mit. Ah, die sind insane, die Eier. Holy shit. Ist das eine endlose Heilungsquelle? Da ist ein Kitchen Knife, da könnten wir noch mehr Bolzen machen. Ich glaube, mein Credo wird sein, nicht jedes Kitchen Knife sofort umzutauschen, weil ich denke, parieren ist doch wichtig. Ah, oh, jetzt will ich immer die... Das ist... Ja, das liegt aber am Boden, wie soll ich das denn holen? Oder? Kann man da eigentlich hier runter? Das wäre nett vom Spiel, dass es mir sagt, dass hier irgendwo ein Bolzen ist. Wie soll ich da rankommen? Das ist doch... Ah, nee, steckt in der Wand. Oh, nice. Okay, actually. OP ist fuck die Karte. Man findet einfach alles wieder darauf. Ja, es ist zu gut. Also, ist zu gut. Was machst du? Warum schmeißt du es daneben? Kotze. Also hinter mir übrigens keine Sau, ne? Ja, das ist smart, also wenn du sie runterkriegst, der Bolzen oben landet. Werden wir trotzdem Bolzen verlieren, sicherlich, weil sie actually spread haben. Das, oh fuck, sind die random. Oh, fuck me. Ja, der Spread, wenn wir den reduzieren könnten, das wäre actually ziemlich praktisch. Kannst du sie bitte finishen? What the fuck? Das hätte schief gehen. Warum bist du runtergesprungen? Ja, leider, wie gesagt, steuert sich wie ein Panzer. Die Maustastatursteuerung ist wahrscheinlich nicht ganz das, was im Fokus der Entwicklung war. Aber es ist auf jeden Fall gut genug, dass man spielen kann und dass es okay ist. Es ist nur ein bisschen verwunderlich, dass doch ein bisschen arg träge ist. Okay, da können wir was runterschießen. Sollen wir es jetzt schon runterschießen für später oder despawnt es dann?
Lass es vielleicht lieber später machen. So, wir haben super viele Bolzen verschossen. Und leider sind nur einige an den Wänden und wir haben schon die Hälfte verloren. Wahrscheinlich war das einfach ein schlechter Ort, wenn wir ehrlich sind, um das zu machen. Weil wir hier so weit oben sind. Genau, das ist, glaube ich, eher eine Waffe für so nicht Hardcore-Encounter. Ich sagte, dass hier irgendwo ein Bolzen ist, aber... Also keine Ahnung wo. Das ist ein gutes Gefühl, endlos Muni zu haben. Andererseits, so wenig andere Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben kein Messer mehr. Genau, ich würde einfach so lange den Bolzenwerfer benutzen, bis wir keine Bolzen mehr haben. Also einfach nur, weil wir sie halt daneben schießen. Ja, da irgendwo ist was, aber keine Ahnung. Da kommen wir später nochmal unten, glaube ich, vorbei. Das wurde ja durch das Secret gehintet. Ja, die Karte lenkt mich so ein bisschen ab durchs Spiel. Also ich glaube, mir wird das Spiel actually ohne Karte besser gefallen. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin besser im Erkunden, wenn ich einfach nur rumlaufe, gelegentlich Alt drücke und schaue, ob da irgendwas sich versteckt hält. Genau, weil in der eigentlichen Spielwelt zu schauen, lohnt sich damit eigentlich kaum noch, weil das viel weniger effektiv ist. Weil hier zum Beispiel, ja, ich könnte mich jetzt umschauen oder ich könnte einfach kurz die Karte aufmachen und checken, dass da weder was liegt noch sonst was. Was komisches Design ist irgendwie. Also ich kann mich nicht mehr ans Original erinnern, aber mittlerweile bin ich doch eher ein Fan davon, das Spiel zu spielen, als eine Karte zu lesen. Keine Sorge. Wir finden ihn gleich. Erster Boss wird diese Waffe benutzen. Ich call es hier. Okay, also wieder 5 blaue Medaillons kaputt machen. Okay, ist es schon die Boss-Arena hier? Hm, könnte sein. Das kriegt man eigentlich, wenn man einen Raben tötet. Oh, ein bisschen Geld. Die hier sollten wir die Pistole nehmen, die sind actually viel zu stark, die Gegner. Ah, oh, shit. Die sehen irgendwie voll niedlich aus, die Hunde. Schade, dass wir sie töten müssen. Genau, wir hätten diese Raben für Geld töten können. Sogar mehr als ein Gegner hier, was lustig ist. Würden die wieder landen, wenn wir weggehen? Und die wieder? Nee, aber auf jeden Fall wissen wir, in Zukunft können wir Rahmen für Geld töten. Ob das jetzt wirklich was Gutes ist, keine Ahnung. Also ob es sich lohnt. Genau, wir kriegen ein Kitchen Knife. Ja, das ist die Frage. Ist Bolzen mehr wert als Messer? Denn Messer sind Lebensretter, Bolzen sind endlos Munition, aber können die Funktion von einem nicht machen. Aber auf jeden Fall coole Entscheidung, die man schon mal treffen muss bei der beim Ressourcenmanagement. Man hört den Gegner schon, hört ihn? Da hinten. Ist. Das ist der erste Boss wahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich sterben, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das denn? Blue Medaillen? Haben wir es gesehen und deswegen hat er das jetzt dargestellt. Ah ja. Holy shit, können wir nicht so nervös sein? Ja, werden ein paar sein, im schlimmsten Fall, wenn wir sie auf der Karte haben. Die finde ich ganz gut, dass man sie auf der Karte eigentlich sieht, wenn es viele davon gibt. Ich dachte, das wäre so einmalig. Aber wenn das so ein Standard-Feature ist im Spiel, dann wird es doch definitiv nicht verkehrt sein. So, das wird eh zufallen, bevor wir rausgehen können. Nee? Moment, 100% ist da ein Gegner dahinter. Ja, dann müssen wir nochmal was machen, dass es spawnt. Genau, also wir kommen von da, müssen hier lang. Das ist unser Crossbow. Und ich mag das Munitionsmanagement so spielen eigentlich sehr gerne. Es macht immer irgendwie Spaß. Früher habe ich das nicht so gemacht, mittlerweile
doch einen Teil davon. Schon wieder ein Händler? Du hast so gut wie gar keine Gelegenheit, Geld zu machen. Lieber zu viele Händler als zu weniger. Schöne lila eine Flagge. Und hey Apricorn,